Was darf der Bundespräsident? Der Verfassungsexperte und Rechtsanwalt Michael Rohrecker gab beim diesjährigen Symposium zu Ehren des Republikverkünders Franz Dinghofer, bezogen auf ein aktuelles Thema, eine klare Antwort. Es kann auch sein, dass sich während des oftmals Jahre dauernden Genehmigungsverfahrens die Ansichten in der Bevölkerung so gravierend geändert haben, dass von einem ausreichenden Rückhalt zum Abschluss des Vertrages nicht mehr gesprochen werden kann. Man kann solche Entwicklungen beim Meinungsstand zu den Handelsabkommen CETA und TTIP durchaus beobachten. Hier ist die Situation so verworren und kompliziert und kontroversiell, dass das Ermessen des Bundespräsidenten plötzlich realpolitisches Gewicht erlangt. Rohrecker, der selbst an der erfolgreichen Anfechtung der Bundespräsidentenstichwahl im Mai mitgewirkt hat, sieht im Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs einen Dienst an der Demokratie. Denn damit sich ein amtierender Bundespräsident auf seine Wahl, also die demokratische Wurzel seiner Legitimation, stützen kann, muss klar sein, dass diese Wahl durch das Volk ordnungsgemäß verlaufen ist. Bestehen hier Zweifel oder tauchen Unregelmäßigkeiten auf, deren Zahl und Schwere nicht toleriert werden kann, so tut dies dem Amt nicht gut. Die Dinghofer-Medaille für Verdienste um die Demokratie erhielt Isabella Lehner, die als erste Wahlbeisitzerin auf die Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahlauszählung aufmerksam gemacht und damit den Stein zur Wahlanfechtung ins Rollen gebracht hatte. Nachdem ich dann herausgefunden habe, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft angezeigt hat, den Bürgermeister aufgrund meines Gedächtnisprotokolls, dann denke ich mir, oh, und wie dann kommen ist, immer mehr, also aus immer mehr Bezirken, dass es Probleme gibt und dass es Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Da war mir dann eigentlich relativ klar, dass zumindest ein Grund zum Anfechten da ist. Es war auf jeden Fall dein unverbesserlicher Gerechtigkeitssinn, der dazu geführt hat, dass du hier nicht die Klappe gehalten hast, sondern die Klappe aufgemacht hast, um in deiner eigenen Diktion zu sprechen, dass du deine Frau gestanden bist in weiterer Folge. Das ist ja nicht so einfach. Für seine wissenschaftlichen Leistungen wurde Universitätsprofessor Reinhard Kienberger geehrt, der in seiner Dankesrede auch auf den Namenspatron des Abends, Franz Dinghofer, einging. Der Einsatz für Volk und Demokratie, die hohe Leistungsbereitschaft und der Respekt vor politisch Andersdenkenden haben Dinghofer für mich seit der Jugend zu einem Vorbild gemacht. Daher ist diese Medaille für mich von besonderer Bedeutung.